Herzlich willkommen zur zweiten Folge hier in 70D. Wir machen heute mal zu essen. Und zwar schön Maisbrot. Und zwar brauchen wir Wasser. Was gibt denn da jetzt? Achso, kein Feuer. So. Brauchen. Machen wir ein Stück fertig. Ja, wird mehr wie ein, ne? Gut. Das wäre das. Räumen wir ganz kurz den Sand weg. Beton läuft noch durch. Vor allem müssen wir unseren Keller verstärken. Und zwar habe ich da jetzt einen Kellereingang gebaut für unsere Mine. Etwas weiter weg von der jetzigen Position, wo wir mal waren. Und die Außenseite muss ich leider etwas verstärken, weil es schlichtweg Zementrohre schon. Stein können wir hier lassen. Beton brauchen wir, wie gesagt. Kohle kann auch hier bleiben. Nitrat. Und später Dings jetzt bestellen, ne? Beton haben wir hier auch noch ein bisschen. Tausende. Dann mal gucken, ob wir hier die Gitter haben. Die haben wir hier nicht. Nehmen Eis mal mit zum Aufwerten. Dann Stahlgerüst. Das nehmen wir auch mit. Pflastersteine. Und oh, gut. Steine und Leben an sich immer mit. Weil wir es nachbauen müssen, ne? So, und Cobblestone, die Pflastersteine, da haben wir einen. Gute Stelle muss hier her. Wir haben hier noch was zu liegen hier. Und zwar ganz schnell geht das. Und zwar über unser Menü. Jetzt gucken wir, wo die haben. Rohstoffe, Wachmunition, Werkzeuge fallen. Das ist Nahrung, Grundlagen, ajay. Steinblock. Machen wir es mal, ne? Ach, da. So, was stellen wir hier? 100, wa? Geht ja relativ zügig. Nehmen wir das hier unten rein. So, dann haben wir dies dabei. Zement und Steine. Okay. Essen wir nochmal gleich was. Dann ein bisschen, und dann müssen wir noch nehmen. So. Denn falls draußen noch jemand ist und uns anklopft, dann können wir gleich entsprechend uns reagieren. Wir reagieren, ne? So, Dreck wollen noch mal ganz kurz. Und zwar Poncho haben wir gefunden. In der Wüste. Federn. Damit zu. Damit rein. Sonnenbrille kann hier auch mit rein. Bretter darüber. Das da. Tee, Kaffee, Reparaturen. Das brauchen wir nicht. Das nehmen wir auch hier rüber.
Bier, ja, Bier. So. Kurz mal hier reingucken. Mehl. Obwohl der Ton passt, musikmäßig. Wir können mit der Musik an sich leise, ne? So. Bringt ja nicht viel, ne? Aber halt ist das Vergiftungsproblem. So, okay. Gut, dann gehen wir kurz im Keller und machen noch hier. Reparieren wir ganz Zeug. Hier will ich auch noch umbauen. Ein bisschen, ne? Um sie entsprechend zu begrüßen. So, hier bauen wir mal was aus. Und zwar hier müssen noch Stahldinger hin. Mal ganz kurz gucken. Maschinengewehr, dass man was ist. Dann nehmen wir die Axt nach oben. Hammer runter. So. Wir können auch Cobblestone nehmen, das ist egal. Das ist im Grunde das ist Holz. So. So, dann werten wir gleich auf. Und später können wir auch Stahlbeton aufwerten. So, sind wir hier mal abgesichert. Hier auch gleich. Da haben wir jetzt mit Stauder. Ja, so wie hier. Aufgewertet. Aber unten wäre wichtiger. Machen wir hier auch noch weiter, weil hier ist ja die der Kram und das ist ein bisschen gefährlich. Das heißt, haben wir eine Schaufel. Jetzt brauchen wir nicht dabei. Schaufel. Verbrannt, muss man da lassen. Dann machen wir jetzt da, wo der Stein nicht. Wir machen da halt weg, wo der Lehm ist, ne? Weil ist ja auf Dauer her zu unsicher. Also hier auf Lehmbasis hier, da können wir keinen. Hey, mach nicht kaputt. Das müssen wir halt stabil bauen, sonst haben wir irgendwann ein dickes Problem. Ja, das Problem mit den Nahrungsmitteln. Da muss man sehen, dass wir ein bisschen aufbauen. Ja. Ja, das sind Steine. So. Da ist ja die Wand, ne? Da muss man ja ein bisschen unterfüttern, sagen wir so. So, gucken wir mal. Mal eine Picke. Holz können wir nach oben nehmen. So. Wieder kräftig gebaut. Normalerweise nicht ein Erdbohrer. Weil der ist ja ein bisschen schneller. Aber in dem Falle, mit den paar Dinger, laufen nicht so hoch, ne? So, wir haben Besuch. Aber wir gehen nach oben. Oben bessere Aussicht.
Hat jetzt schon erledigt. Ja, hier müssen wir auch noch ein bisschen aufbauen. Baue gerade Umgebung. Ob wir da irgendwie noch ein, zwei sehen. Da sehen wir keine. Dann gehen wir hier lang. Denn hier muss ich auch noch ein bisschen aufwerten und bzw. ergänzen. Und hier vorne habe ich schon. Gut, reparieren müssen wir auch noch. Aber. Oh, Entschuldigung. Na, wieder in den Keller rein. So, Beton mitnehmen gleich. Oh, yay. Na, das dauert 18 Minuten noch einmal, die 540. Wir haben über 1000, das müssen wir bald hinreichen. Ich will auch noch die Schräge machen, die Schräge draußen als Zugang später, wo sie mir im Prinzip in der Falle laufen sollen. So, dann machen wir gleich hier. Dann muss ich die Ecke wegnehmen. Ach, da, da passt es. Denn sonst wird schwierig. Dann in der Ecke bin ich schwach, ne? So. Schaufel. Kaputt. Hat ja auch lange gehalten. Ja, achso, da kommt so schon durch, denke ich mal. So. Gut. Hammerchen. So, da werde ich eher auch sicher. Und das kann uns keiner mehr passieren. Jedenfalls hier noch ein paar hin. So, mal kurz gucken, da. Weil wir müssen hier ein bisschen safe sein. Sonst rücken die jetzt auf den Pelz. Glaubt's gar nicht. Nee, außen nicht, das ist Quatsch. Da auch nicht. Da wäre noch so ein Punkt. Und der Rest. Da geht nicht. Werten wir mal auf und dann sehen wir weiter. Vielleicht können wir noch ein bisschen aufleveln. Ich möchte endlich mit Stahlausbildung weiter fortfahren. Aber da fehlt uns noch viel. Sehr viel sogar. Gut, da sind wir da auch mal zu. So. Erstmal mit Leben erledigt, ne? Aber gut, dass mal Hartweg zu ist. So, das mache ich hier gleich repariert haben. Also mal vorn gehen, wenn wir hier den Schleichen nicht. Denn ganz stark, wenn sie hier unten sonst reingekommen wären. Also das garantiert von außen Loch gebuddelt. So. Und hier so werden wir es aufwerten. Aber später. Erstmal oben.
absichern. Und zwar so, ich möchte ja jetzt hier vorne, dass man best von außen machen. Das Keller, da war mal Keller. Hier geht's raus. Ups. So. Hier will ich auch die Höhe noch Beton machen. Nicht schlecht. Gut. Ja, von da kommen wir nicht hin. Und zwar, so ist meine Überlegung. An sich von hier überall noch Beton vormachen, aber gut, das machen wir später. Damit die nicht unten im Keller rein können, also sich da. Und zwar will ich von hier oben drei Schrägen bauen. Dass ich dann von hier entsprechend mal reingehen kann und die Zombies natürlich versuchen, das gleiche zu tun und ich das entsprechend verhindern werde. So, das heißt, wir müssen mal jetzt hier schauen, dass wir ein Schräge hinkriegen, und zwar so. Das ist nämlich jetzt auch Stein. Und zwar Ecke oben, Treppenstufen. Eine Treppe wäre ja auch nicht schlecht, ne? Treppe. Das ist Spitze für ein Dach. Gewölbe 2 Meter. Eine Schräge wäre besser, weil da tun sie sich schwer. So. Und zwar so. Klingt verrückt. Und zwar mindestens 3 oder 4. Weil. Nehmen wir 4. So. Und hier war natürlich noch ein Betonblock unter, Betonblock. Und zwar von unten, und die oberen werden wir aufwerten. Die Eisige, der Eisige nehmen wir oben weg, dann bauen wir links und rechts ein Geländer hin, und die unten die Dinger kommen dann auch weg. Das ist jetzt für mich gefährlich, weil ich da ganz gerne reinlaufe, aber jetzt wollen wir da lieber noch nicht reinlaufen, ne? Wir werden mal jetzt hier zurückgehen und oben das entsprechend freilegen oder schon mal aufwerten, dass der Beton aushärten kann. 8. Dann müssen wir auch den Beton, Eisenbeton hätte den Nachteil gehabt, dass wir immer, naja gut, die Hufkrebs kannst ja, die Eisengitter kannst du ja wegnehmen, das ist das Problem. So, Beton. Jetzt werden wir oben das mit dem freilegen. Und da werden wir schräge ein Geländer hinbauen. Und auch schräge. Erstmal hier in der Betonklotz entklagen. Damit das hier nicht ganz gleich so schnell kaputt geht. Doch vielleicht ein bisschen Halt kriegt. Das
sind wir der Bereich, wo hinten im Prinzip die Zombies mit unseren Schrotschussanlagen hier natürlich in Empfang nehmen möchte. Natürlich hinter einem abgesicherten Bereich, ne, mit Gitter und so. Und oh, wieder Knast. Gehen wir zur Küche, ne? Und dann hier genau das gleiche, bloß hier muss ich auch mindestens drei Schrägen hoch machen, damit wir das entsprechend so Fleisch rüber. Weil wir haben keine Eier. So, nehmen wir ganz kurz was. Kochen! Und zwar da müssen wir bald jetzt zur Jagd gehen. Ja, heute ist so eine Art Bauplan, sag mal so, ne? Aber wir müssen was tun, ne? So, wir haben Medizin nehmen für falle Fälle. Hier die 4% ist unser Problem. Auch noch Kaffee da. Ah, Fleisch. Da war noch 1,30. Jetzt sind wir weiter. So. Beton. Gut, dann bauen wir unsere Holzdinger. Und zwar, das ist hier eine Kiste. Werkbank. Diese hier. Auch noch mindestens zwei, ich bin nämlich richtig am. Warum? Ich muss die Medizin nutzen aktuell, weil sonst macht wenig Sinn. Ne? Ich muss ja meinen Ventilator mal vom PC stellen. Aktuell. Ah, viel Kaffee bringt viel Ausdauer. Okay. Summiert sie also. So ein noch, komm. Zwei. Den muss ich gleich nutzen. Ja, dass der graue Bereich hochgeht. Hier ist ja der graue Bereich. Und du kannst bis dahin kannst du heilen, ansonsten musst du erstmal grau aufwerten. Und das ist jetzt gerade passiert gerade jetzt. Und dann geht auch der Rest hoch. Ist der graue Bereich nicht aufgewertet, dann wird auch mit dem Rest nichts. So, jetzt haben wir Fleisch gegessen. Gebe um mal ein bisschen Eisen wegschlagen. Ne, sind schon oben. So. In diesem Bereich hier. So. Dann. Muss leider sein. Aber ich denke mal, das wird noch reicht für die heutige Folge. So, jetzt geht er bei und Eis geht er wegschlagen. Dann sage ich immer Tschüss und ciao. Ja, wir sehen uns wieder, sobald es hier im Action passiert. Kann ja sein, dass irgendwann Zombies kommen. Tschüss und danke fürs Reinschauen.